ein Fest für alle hier in Olpe zu machen, kommt daher, dass wir hier in Olpe mit so vielen verschiedenen Nationalitäten leben, dass wir einfach einen Treffpunkt schaffen wollten, wo man wirklich hinkommt und ganz viele Gesprächsanlässe hat. Das ist heute das erste Olpa-Willkommensfest und es sollte ganz viele Kulturen und ganz viele Menschen miteinander verbinden. Und wir sind sehr dankbar und sehr froh, dass es so wundervoll geklappt hat. Welche Angelegenheiten hast du? Wir hatten unheimlich viele Angebote, wo man sich begegnen konnte. Wir hatten einen Theaterworkshop, der von Michael Hunold geleitet worden ist und haben ja hinterher das Ergebnis gesehen. Menschen haben einen Zeitstrahl durchgangen und hatten viel Spaß dabei. Wir hatten einen Workshop, wo es um Musik und um Chor ging. Und auch da haben viele verschiedene Kulturen mitgemacht und haben dann hinterher gezeigt, dass Sprache nicht eben alles ist, sondern dieses gemeinsame Tanzen und diese Musik verbindet. Dann waren ganz viele Sportler unterwegs, Männer, die sich messen wollen, wenn es um Fußball geht. Die haben richtig Gas gegeben. Von ursprünglich 16 Leuten waren es dann auf einmal 35 und da ging es richtig zur Sache. Integration geht nicht nur über den Kopf, sondern auch durch den Magen. Und wir sind froh, dass wir ein großes Angebot von 30 bis 35 internationale Spezialitäten anbieten konnten, die von den Besuchern hier zum großen Teil mitgebracht worden sind. Das war besonders schön, das war original und originell. Und wir hatten Kuchenspezialitäten aus vielen Ländern hier, auch von uns selber, denn wir wollen uns ja auch selber darstellen, was wir an Kuchenkultur zu bieten haben. Und das Auge sieht auch mit. Jede Spezialität war mit einem Nationalfähnchen versehen des Landes, aus dem diese Dinge kamen, sodass das internationale Flair mit beigetragen hat, das Fest spannend zu machen. Ja, das Fest läuft jetzt schon die ganze Zeit und es ist wunderschön. Und ich bin sehr glücklich, dass es so, so wunderbar geworden ist. Und mit Marie zusammen habe ich die Buttonmaschine bedient. Das war am Anfang gar nicht so leicht, denn wir mussten erstmal ausprobieren, wie das funktioniert. Und jetzt haben wir es richtig gut drauf und wir sind da routiniert und wir haben viele, viele Buttons gemacht. So viele, die Gäste gekommen sind. Und es ist so schön, dass so viele da waren. Und die Atmosphäre, die Stimmung war einfach herrlich. Es war schön, allen zu begegnen und ja, ich habe es sehr genossen und ich habe gar nicht so viel mitgeholfen. Es gab andere, die haben viel, viel mehr geholfen und das ist einfach eine großartige Leistung, eine schöne Arbeit, die auch Spaß gemacht hat allen. Ja, und ich habe meinen Namen Sieglinde auf Arabisch übersetzen lassen, auf Persisch, es fehlen noch andere Sprachen, passte nicht alles drauf. Ja, beim biografischen Theater geht es darum, in seine eigene Vergangenheit mal so nachzudenken, was waren so Erlebnisse, die einen geprägt haben. Schöne Erlebnisse im Kindergarten, in der Schule und so weiter und dass man die jetzt nochmal in Erinnerung ruft, aufschreibt und dann nachher auf die Bühne bringt und in der Gruppe dann nachher eine sehr schöne Sammlung von Ereignissen. Thank you.
Herrlich. Herrlich.